Hallo zusammen, hier ist wieder euch da und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, das genauso heißt wie ein Ramop. Und zwar ist das hier Faulbauch. Und das droppt auch von Faulbauch und diesen Ramop haben wir hier im Arathi-Hochland. Und zwar in der Warfront. Version, also sprich, nachdem ihr die Prequest gemacht habt und das Gebiet hier auf 120 gescaled ist. Der Gute befindet sich auf den Koordinaten 21, 50 in einer Höhle. Hier haben wir ihn. Und wie hoch die Dropchance ist, kann ich im Moment nicht sagen, aber ich habe ihn jetzt zweimal umgehauen, beim zweiten Mal quasi das Zeug gekriegt mit unterschiedlichen Chars. Es ist halt ein Rare Mob und man kann ihn dementsprechend nur einmal täglich machen. Ich laufe jetzt hier mal kurz aus der Höhle raus. Ich bin gerade nur im War Mode und hier sind ziemlich viele Gegner, deswegen im Stealth. Dann zeige ich euch, wo quasi der Eingang ist. Und ihr habt ja gerade gesehen, der Rare Mob Faulbauch ist einfach ganz hinten drin in der Geschichte. Also hier haben wir quasi das Feuerelementar, den Feuerelementarkreis und dort haben wir den Höhleneingang. Hier sind wir bei 3044 dort rein und dann haben wir da hinten zwei Rares drin. Der erste ist uninteressant und der zweite, der hintere, der Faulbauch, ist der interessante. So, wir lernen das mal. Und zwar soll das Toy, hier haben wir es, Faulbauch anscheinend. Also es macht stößt ein lautes, störendes Geräusch aus, das alle Ziele innerhalb von 10 Meter erschreckt. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass es ein 4 ist, ja. Wir machen das jetzt einfach mal. Mal gucken, was passiert. Okay. Ich habe ein bisschen grüne Grütze unter mir und sonst ist nichts passiert. Ich nehme mal an, dass es vielleicht verbündete Gegner oder so entsetzt, aber anscheinend, also Feinde 4 tut es nicht. Also es hat keinen positiven Effekt sozusagen. Aber es ist wieder ein Toy mehr und ja, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der hier noch seine Toy-Achievements fertig machen muss und dementsprechend das Faulbauch-Toy noch gebrauchen kann. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Nur so ein kleiner kurzer Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.